Herr Präsident, werte Kollegen, warum ich heute rede und die Sache nicht zu Protokoll erkläre, ist, weil mir die Sache spanisch vorkommt. Oh. Erst habe ich gedacht, dass die lieben Großkoalitionäre in ihrem kalten sozialen Herzen doch die Seefahrer mit eingeschlossen hätten. Aber mittlerweile weiß ich es besser. Der Reihe nach. Na, schauen Sie mal. Erst im September des letzten Jahres haben wir das zweite Seerechtsänderungsgesetz beschlossen. Mit Wirkung zum 01.01.2019 500.000 Euro. Der Text versprach den sozialen Einrichtungen diese halbe Million, so weit, so gut. Seeleute sind extrem harten Bedingungen unterwegs und die sollen auch ihr Geld haben, dass sie in Heimat in Ruhe und Erholung haben. Nun aber staunen wir, dass wir drei Monate später das dritte Änderungsgesetz verabschieden und schnell mal die Summe um 100% auf 1 Million Euro erhöhen. Jetzt frage ich mich natürlich, warum haben Sie die Millionen nicht gleich im zweiten Änderungsgesetz vor drei Monaten gemacht? Und ich sage Ihnen, das haben Sie nicht erklärt. Sie erklären es ja nicht mal in dieser minimalen Begründung. Und ich sage Ihnen, Sie meinen es nicht ehrlich mit den Seeleuten. Das Problem ist doch folgendes. Entweder kämpfen Sie um eine Effekthascherei, dass Sie zweimal 500.000 reinbringen wollen, also und sagen, bitteschön, wir haben ein großes Herz. Oder nun kommen wir zweitens zur wahrscheinlichen Warnmotivation. Es ist ein simpler Taschenspielertrick. Erst stellen Sie 500.000 Euro bereit, dann wird die Summe Knallauffall verdoppelt. Und was ist der nächste Schritt? Ich sage es Ihnen, Sie werden einen Antrag stellen, dieses Geld auch anderweitig verwenden zu können. Wovor? Wir wissen noch nicht, wann Sie diesen Antrag stellen. Und wir wissen noch nicht genau, welchen Inhalt dieser Antrag haben wird. Aber ich bin sicher, dass dieser Antrag kommen wird, da ansonsten Ihre Handlungen keinerlei Sinn geben. Aus diesem Grund, weil Sie Ihren Schritt überhaupt nicht begründen, und aus diesem Schritt heraus, dass wir vor drei Monaten genau an dieser Stelle schon anderes beschlossen haben, müssen wir als Oppositionspartei, als größte Oppositionspartei gegen Ihren Antrag stimmen. Aber weil wir ahnen, was da noch was kommt, und wir nicht die Politik auf dem Rücken der Seeleute machen wollen, werden wir uns diesem Antrag enthalten. Aber ich wollte Ihnen sagen, wir werden ganz genau hinschauen, mit welchen Tricks Sie künftig auf dem Rücken der Seeleute Politik machen. Und das wollte ich Ihnen heute Abend noch sagen. Dankeschön. Vielen Dank. Ich schließe.